Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Und ich möchte nochmal kurz nachsehen. Einhornhöhle sind wir. Okay. Ist schon wieder eine Weile her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber ich denke mal, das sollten wir alles hier schaffen. Wo bin ich? Ich bin zuerst hier lang. Auf jeden Fall schon mal so gut wie nichts los. Und das ist auf jeden Fall eine Greifhakenhöhle. Boah. Ich möchte endlich meine erste Schatzkiste. Da ist eine. Komme ich natürlich nicht ran. Schlüssel. So, und jetzt dürfen wir wahrscheinlich auch an die da drüben kommen. Wahrscheinlich erst später hin. Jetzt sind wir schon bei Super Mario gelandet. Jetzt fehlen nur noch die Pflanzen, die die Feuerbälle spucken. Vergessen, dass ich die Feder gar nicht mehr in der Hand hatte. Was zum Teufel? Hä? Ah, hat gerade kurz geleckt. Was ist hier? Oh nein. Muss das sein? Hm? Okay. Dann muss ich wahrscheinlich später auf den Knopf dort drücken. Hey! Ist nicht dein Ernst. Nein! Was haben wir hier? Haufen Gefäße, die wir natürlich zertrümmern werden. Natürlich nicht mit dem Bumerang. So. Nein. Stirb. Das gibt's doch nicht. Okay, dann halt auf die altmodische Weise. Hm.
überhaupt lang? Ich habe keine Ahnung. Geh ich einfach mal rechts rum. Okay, mal ein Geschoss. Das ist schon mal sehr nett. Können wir hier weiter? Nein. Gut, jetzt noch ein Kompass, dann bin ich komplett glücklich. Hat das Vieh mich nicht gerade getroffen? Ich habe kein Leben verloren? Okay. Haben wir hier... Oh, komm schon! Will ich da runter? Ich glaube schon. Ah. Achso. So ist das also. Was? Wie ist das Ding? Aha, ein Magnethandschuh. Ah. Es lädt sich immer entgegengesetzt auf. Interessant. Okay, das Item haben wir ja schon mal. Wie ich finde, ziemlich einfach bekommen. Hätte ich mir spektakulärer vorgestellt. Da drüben war ich ja schon. Ja, ich glaube, diesmal können wir hier lang. Oder? Nee, ich glaube, ihr müsst ja von der anderen Seite dran. Na komm. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Ich hoffe, mein Vorhaben funktioniert, sonst bin ich gleich tot. Es funktioniert! So. Guten Tag. So, jetzt kommen die Schatzkisten, die ich schon die ganze Zeit wollte, und es ist ein Schlüssel. Können wir auch gleich in die Türe da gehen, die ich da gesehen hatte. Boss Time. Ich hab. Boah. So eine Idee. Okay. Es ist viel einfacher. Au. Okay, das einfach nehme ich zurück. Tut mir leid. Boah. Ich glaube, mit der Feder fühle ich mich besser. Oh, ey. Und cool. Ich stelle mich echt gerade zu dämlich an. Ah. Ich ahne schon, ich sterbe bei diesem einfachen Endgegner. Oh, 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 oh nein. Die Blamage würde ich mir gerne ersparen. What's that? Autsch. Das ist schmerzhaft. Ich weiß nicht warum, aber der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Na,
Nimm mir Schwert in die Hand. Das Erste, was man bei Link lernt, immer mit Schwert in der Hand rumlaufen. Ich brauche Herzen. Och komm, ich möchte jetzt nicht hier dauernd hier raus und reingehen, nur wegen ein paar Herzen, Mensch. Och, weißt du was? Ist mir jetzt scheißegal. Handschuh. Da oben kann man auch lang. Mache ich am besten auch mal. Ah, komm schon. Ah, ich nehme die falsche Taste. Ich will erstmal hier nach links. Ja. Ja, nee, ist klar. Am Pass. Ich würde mich ja einfach in die Tiefen fallen lassen, aber das wird wieder ein Herz und ich hab's so wenige. Ja, so viel dazu. Auf zwei Herzen und ich bin so gut wie tot. Bam. Bam. Moha. Gut, hier haben... Ja, ich habe ja so schon wenige Rubine. Ich meine, 700, ja. Einfach, wir knallen den Spieler mit Diamanten zu. Er wird es schon zu schätzen wissen. Ich glaube, ich werde es nach oben. So, Gegner. Neue Tür aufgegangen? Okay, weiße Eule, was hast du uns zu sagen? Und da. Merk dir die Abfolge, in der du die Ritter besiegst. Warum? Ach du Scheiße. Nein. Ach, schön, ich hatte nur zwei Herzen. Ha! Oh. Ich stelle mich gerade so schlecht an. Ja, das ist Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, ich mache mir die Arbeit und tue jetzt dauernd nach Herzen suchen. Und ihr seht uns, wenn ich volle Lebensleiste habe. Bis dann! Jo, und ja, kaum sucht man mal nach Leben, findet man erstens eine Fee. Das ist super. Und ja, dann passiert sowas. Man begegnet Martha. Und ich sollte ja, das richtige Fenster öffnen. Gut, und ich würde sagen, ja, reicht so. Und, dam.
Ja, hat sich nicht gelohnt. Ja, das merkt sie sich wieder. Und hier, bitte mehr Glück. Ja, Ring. Jackpot.